Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Paper Mario Color Splash für die Wii U und im letzten Part sind wir in den Kobalt-Kai gegangen und wir sind auf dem Weg zu einem Boss. Und wir finden trainierende Toads. Hi. Siehst du nicht, dass wir hier trainieren? Alter! Ja, nee, ist klar. Ich hab doch nichts mehr. Wir nehmen jetzt einen Sniffit. Ein Sniffit, der euch alle platt macht. Wir müssen unbedingt neue Karten kaufen und andere Karten verkaufen. Keine Ahnung, wir haben super viele Special-Karten, aber so Standard, Hammer und Sprung und so haben wir kaum noch. Also, roter Sniffit. Hau mal rein. Ja, genau. Das machst du jetzt noch ein paar Mal. Ach so. Ja, ist auch okay. Dankeschön, 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 Dankeschön. Einmal Trainer kloppen und jetzt können wir hier den Toad bestimmt befreien. Ziehen. Flop. Und perfekte Landung. Mit dem ganzen Training habe ich ordentlich was gerissen. Naja, hatte der Trainer ja auch extra auf mich zugeschnitten. Blauer Rettertoad Nummer 7, bereit zum Einsatz. Und jetzt ab zum Hauptquartier. Okay. Wie viele blaue Rettertoads gibt es eigentlich noch? Und noch ein Schweif. Mein Gott, was hat es mit diesen ganzen Schweifs auf sich? Das ist ja schon der 35. So. Oh, da ist noch ein Trainer. Naja, gut. Wir gucken uns das an. Oh, da ist einer vom Laufband gefallen. Was? Ansprechen? Nee. Wir sprechen ihn an. Siehst du nicht, dass wir hier trainieren? Ja, doch. Aber wir haben ja auch alle keinen Bock auf dein Training. Hier vorne ist mir zu gefährlich. Ja, das ist schade. Das ist wirklich schade. Ich würde lieber gerne einen anderen angreifen, aber irgendwie geht das nicht. Ne, der K.O.-Hammer vielleicht ist in der nächsten Runde. Wie wäre es denn? Ja, das ist echt total bescheuert. Wie wäre es mit einem Hochhammer und dann dem großen K.O.-Hammer? Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt alles nur irgendwie Theorie und bringt gar nichts. Vielleicht kriegen wir damit den Sniffit hinten kaputt. Vielleicht. Der Hochhammer, der bringt halt auch nichts. So. Macht halt nichts anderes kaputt. Okay. Ja, toll. Wirklich? Ist das euer Ernst? Oh Gott. Ja, dann nehmen wir eine Feuerblume. Und, einen Koopa. Und so ein Ding. Ich habe keine Ahnung, ob es das bringt. Ich hau das jetzt mal raus. Weil die tun echt weh. So, Mario. Okay, immerhin, wir haben exzellent mit einer Feuerblume geschafft. Jetzt müsst ihr den Rest schaffen. Ja. Okay. Und jetzt du noch. Nein! Der hat überlebt! Fucking hell! Okay, wir nehmen einen Stahlschuh und als Backup einen großen Hammer. Sollte reichen. Ich hoffe, der Hammer bleibt eingefärbt, wenn wir ihn nicht brauchen. So, raus damit. Ich glaube, es lohnt sich, den Trainer als direkt in der ersten Runde voll platt zu machen. Okay. Ansonsten könnte das echt gefährlich werden. So. Toad. Uff, uff, uff. Uff, 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 uff. Bist du... Mari, uff, uff. Läufst du eine Runde mit? Okay. Ja, klar, Fabian. Puh, jetzt kann ich aufhören. Blauer Rettertod Nummer 6, bereit zum Einsatz. Und jetzt ab zum Hauptquartier. Reicht. Hab mich ganz gut geschlagen, würde ich sagen. Ich dachte, nach all der Zeit wäre meine Fitness im Eimer. Wortwitz.
Okay. Blauer Toad? Siehst du nicht, dass wir hier trainieren? Nein! Okay. Ach du Vollpfosten! So, was haben wir denn hier noch? Wir hätten hier auf jeden Fall noch einen Hammerbruder. Und einen Käfer. Und einen Paracooper. Ich hau die mal raus. Mal gucken, vielleicht kriegen wir den Trainer in der ersten Runde platt. Wenn nicht, dann kommen bestimmt wieder so Vollidioten. So, komm, mach mal. Hammerbruder. Vollgas. Dein Ernst? Wirklich? Das hat schon mehr gebracht. Und Paragumba. Ich baue auf dich. Wirklich. Jawohl. Gott sei Dank. Okay. Gut. 9683, 9684, 9685, noch 990.315 Kniebeugen bis zur Million. Fast geschafft. Oh Mario, dieses Training ist wirklich hart. Ich krieg schon Falten. Dauerretter Tod Nummer 5, bereit zum Einsatz. Und jetzt ab zum Hauptquartier. Nee, ist klar. So, was haben wir da? Eine Röhre. Haben wir hier schon reingeguckt? Ich glaube schon, ne? Ich will es aber nochmal prüfen. Okay, gut. Weil ich glaube nicht, dass wir hier zurückkommen. So, hallo Röhre. Wo geht's denn hin? Oh, noch ein blauer Rettertod. Hi. Jeden Tag von morgen bis abend noch Training. Nur Training. Training und noch mehr Training. Irgendwann habe ich nichts mehr ausgehalten und bin abgehauen. Zurück kann ich jetzt natürlich nicht mehr. Ich sitze hier fest. Oh, nee. Sitzt nicht mehr fest. Hab aufgemacht. Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten, bin abgehauen. Zurück kann ich nicht mehr, ich sitze hier fest. Das habe ich auch schon probiert, aber ich war wohl nicht trainiert genug. Danke jedenfalls, Mario. Blauer Rettertod Nummer 21, bereit zum Einsatz und jetzt ab zum Hauptquartier. Ich bin echt mal gespannt, wie viele von diesen blauen Rettertods es gibt. So, wo sind wir denn hier angekommen? Wir sind hier... Ach so. Hier waren wir doch schon mal... Ganz am Anfang. Okay. Hier muss ja irgendwo der blaue große Stern sein. Irgendwie müssen wir doch da hinkommen. Aha. Naja, gut, das war jetzt aber nicht so spektakulär. Irgendwie muss es ja auch da lang gehen. Ich bin gerade tatsächlich leicht überfragt. Ich meine, hier drin waren wir schon. Genau, hier kam das. So, da ist die Röhre, aus der wir wieder rauskommen, wenn wir hier alles richtig gemacht haben. Wir haben jetzt im Prinzip nur einen riesigen Haufen blaue Rettertoads freigeschaltet. Ich hoffe mal, dass es alle waren. Vielleicht sollten wir auch einfach mal in Port Prisma vorbeischneien und gucken. Und gucken, wie es da aussieht. Ich meine, hier haben wir alles. Hier geht's nicht weiter. So. Dann hier. Ich meine, letztendlich. Das bringt uns halt nichts. Uns fehlt halt hier letztendlich genau eine Stufe. Wenn ich hier stehe und da drauf haue, dann falle ich runter. Okay. Da geht's nicht durch. Okay. Weil man halt... Kann man hier vielleicht... Aha! Okay. Das macht natürlich Sinn. Die Frage ist nur, wo können wir hier ausschneiden? Nein. Dann doch eher hier. Vielleicht müssen wir das Ding dafür wieder umlegen. Warte mal.
Ich glaube, wir können dann die Wand wegschneiden oder so. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus so. Ja, 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 wir evaluieren das. Von der... ja, genau. So, dann schneid mal die Wand weg, Mario. Job, 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 job. Das ist... schade. Dieses Feature wird halt einfach viel zu selten eingesetzt mit dem Ausschneiden. Dadurch vergisst man das. Das war jetzt echt eher Zufall, dass ich das rausgefunden habe. Aber klar, so kriegen wir natürlich noch Zugang zu einem komplett neuen Bereich. Ja gut, gehen wir mal rein. Wir haben nochmal gespart. Achso, hier geht's nach oben. Na gut. So. Okay, noch ein Speicherblock. Ja, sehr schön. Irgendwas zum Ausschneiden? Eher negativ. Okay. Geht's jetzt vielleicht zu... Ich habe dich natürlich bereits erwartet, Mario. Hinter diesem Tor wartet eine Waffe, die ganz speziell für dich entworfen wurde. Oder sollte ich besser sagen, gegen dich? Erzittere in Ehrfurcht, winde dich vor Angst. Ludwig. Meine neue Mario-Abwehrwaffe. Ludwigs oberkrasse Fregatte des Untergangs. Wie ihre Freunde Ludwigatte. Na, wie findest du sie? Spitzenmäßig, oder? Du bist allerdings ein bisschen früher hier als erwartet. Also ist sie noch nicht ganz fertig. Und wir mussten hier und da... Hör auf, so anzugeben, du möchtest gern Schlauberger. Hier ist ein großer Farbstern, das spüre ich. Du kannst ihn nicht vor mir verstecken. Ich habe ein feines Gespür für sowas. Ein Gespür, von dem normale Farbeimer nur träumen können und ich spüre eine Menge blaue Farbe. Der blaue Farbstern befindet sich in der Tat in meinem Besitz. Natürlich werde ich ihn nicht so einfach herausgeben. Wenn du ihn wirklich willst, dann musst du... Na was schon, du musst an mir und meiner Ludwigatte vorbei. Komm doch, wenn du dich traust. Okay. Also Ludwig, ja? Der Kampf kann beginnen. Entspann dich und lass dich von der unglaublichen Feuerkraft meiner Ludwigatte überwältigen. Okay. Erstmal die Ludwigatte. Gut, die Ludwigatte machen wir mit einem Schweif erstmal still. Und dann hauen wir uns erstmal einen Pilz rein. Und dann nehmen wir einen großen Sprung. Irgendwie sowas. Das wird schon irgendwie klappen. Schauen wir mal. Der Schweif macht was? Okay. Gar nichts. Oh. Diese jämmerliche Attacke soll meine Ludwigatte beschädigen. Mario, anvisieren! Feuer frei! Oh, shit. Aber gut, ich habe verstanden, wo wir hinwollen. Gut. Die Frage ist natürlich... Wie kämpfen wir? Wir können natürlich hier die Ballons ausprobieren. Ich weiß nur nicht, ob das... Das ist halt jetzt alles erstmal First Try, ne? Wir versuchen das und vielleicht schaffen wir es. Wenn ich jetzt die Ballons verspielt habe, ist eh vorbei. Ich weiß, dass wir die Ballons brauchen. So. Gut, damit sind wir auf jeden Fall für den Kampf gerüstet. Ballons. Holst du mir Ludwig da runter oder wie soll ich das verstehen? Hallo Birdo. Diese jämmerliche Attacke soll meine Ludwigatte beschädigen. Okay. Ich glaube, damit haben wir sowieso verkackt. Also wir können halt jetzt im richtigen Timing diese Kugel zurückschleudern. Naja, gut. Hat halt jetzt nicht so ganz funktioniert. Nehmen wir mal das und das und... Wir machen halt keinen Schaden. Ich nehme jetzt auch keinen Pilz. Wir werden jetzt Game Over gehen.
haben den Kampf gesehen und werden im nächsten Part diesen Kampf dann halt erneut angehen. So. Das ist ja echt schön, dass wir hier auf dem Schiff rumspringen können. Aber ich glaube, wir machen dem Schiff keinerlei Schaden. Naja, gut. Wir gucken mal, ob wir das richtige Timing vielleicht jetzt treffen können. Nö. Damit ist eh vorbei. Okay, gut. Mit einem Game Over beenden wir diesen Part. Ich danke euch an dieser Stelle trotzdem fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ja, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen, wenn wir ja, Ludwig erneut angehen werden und dann hoffentlich siegreich aus der ganzen Nummer rausgehen. Also dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Keep gaming und ciao.